Und weiter geht's in der Dodongo-Höhle. Hallöchen. Willkommen zurück. Sam und Angelina am Start. Oder Angelina und Sam. Und wir haben bald die Dodongo-Höhle bestimmt geschafft. Hey, ich war doch hier. Das ist ein ähnlicher Raum, aber nicht der gleiche. Nicht derselbe. Ah, dann ich gehe erstmal nach unten. Guck, siehst du, dann zwei. Ah. Zwei Feuer auf Plattform. So. Jetzt hast du das Maximal. Sehr schön. Ich guck mal, aber ich brauche nichts mehr sozusagen. Nee, du hast keine Möglichkeiten, Rubine mehr zu sammeln und du hast volle Herzen. Aber. Bringt dir alles nichts. Für. Dekokerne könntest du vielleicht noch gebrauchen. Ich nehme dir die Worte aus dem Mund. Der eine spielt, der andere redet. Perfekt. Ja, aber ja, das war gut. Treffe ich von hier? Also, ich wüsste nicht, was du anderes tun könntest. Du hast ja nicht viel andere Möglichkeiten. So, zack. Witch, witch, witch. Aber was macht man hier, wenn man keine Deko-Kerne mehr hat? Dann hat man ein Problem. Witch, witch, witch. Jawohl. Aber das andere ist noch offen. Nope. Hä? Es kommt gleich wieder das Feuer, wo du stehst. Guck dich mal ein bisschen um im Raum. Vielleicht findest du da eine Lösung. Mehr im Raum, nicht außerhalb. Ja, 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 ja. Da ist noch was. Genau. Ich warte, bis das Feuer wieder zurück wird. Mach das. So. Zack. Zack. Zuck. Huch. Bash. Nimm dieses Auge. Noch ein Auge. Oh, schnell. Huch. Sehr gut. Jetzt ist das auch aus. Jetzt nur noch drauf landen. Sehr gut. Gut gemacht. Du wirst immer besser. Ich weiß. So, Vorsicht. Weißt du, wo du bist? Guck mal nach links. Ah! Nicht runterfallen. Lieber nicht. So, gehen wir nochmal nach hinten. Jetzt nochmal nach. Und. Ui! Hast du gesehen, die Truhe? Schön. Ja. Ich dachte schon, du übersiehst den, gehst weiter. Nee. Weil hier kriegst du ein sehr wichtiges Item. Ja. Das Item des Dungeons quasi. Das Wichtigste hier. Die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dodongo-Leder hergestellt. Weiter. Ich kann Bomben sammeln. Weiter. Darin findest du 20 Bomben. Du kannst die Bomben auf C platzieren und Hindernisse wegsprengen. Das ist bombig. Jetzt musst du nicht mal diese Donnerblumen aufheben, jetzt kannst du die so tragen. Du kannst hier mal im Menü schon mal auswählen. Du hast hier nämlich jetzt 20. Da sind sie. Es gibt einen Unterschied zu den Donnerblumen. Wenn du mal eine einsetzt, dann wirst du sehen, die explodieren sehr viel schneller als die Donnerblumen. Also die musst du schneller wegwerfen. Sonst explodieren die in deiner Hand. Mhm. Nur damit du es schon mal weißt. So, ich tue die da rein. Kannst du mal und speichern würde ich mal. Hast du lange nicht mehr? Speichern? Ja. Sehr schön. Ja. Da nach oben kann ich noch nicht. Weiß nicht. Kannst du ausprobieren. Aber wenn du runterfliegst, dann musst du den ganzen Weg halt nochmal laufen. Ja, deswegen. Und da sind ja nur Töpfe und da ist ja meistens nichts Wichtiges drin. Ja, und ich habe vieles schon. Deswegen. Du kannst ja auch auf der Karte gucken. Warte, aber da. Siehst du es? Da kann man rein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin gibt. Was ist. Du kannst ja auf der Karte gucken, ob da eine Truhe ist zum Beispiel. Da ist ein kleiner Raum, aber da ist keine Truhe drin. Ich glaube, da ist noch eine Skulptur drin. Also wenn du die holen willst. Ich weiß aber nicht, ob du die jetzt bekommen kannst. Es kann sein, dass die oben an der Decke hängt und du kommst da nicht ran. Da brauchst deswegen, du ich gehe lieber nicht hin. Da musst du nicht machen. Also ich vergesse die meistens auch, diesen Raum, wenn ich nicht gerade auch noch 100% spielen will und alles einsammeln möchte. Das ist ein Scheiter. Check. Jetzt geht diese Plattform ganz weit hoch, bis zur Brücke. Hier kommt sie hoch, da rechts. Du kannst mal lesen, was da drauf steht. Warte, diese... Ich glaube, die sind weiter weg bei der Brücke, die Fledermäuse. Kommen die her? Doch, der kommt her. Schild! Ah. Ich hätte ein Schild genommen. Du nimmst vielleicht noch mehr Schaden, wenn du dich nicht rollst. Also wenn du dich rollst, dann geht das Feuer schneller aus. Ah, ich wusste nicht. Hm.
Warum liest du nicht, was da steht? Ah. Ich verstehe es nicht. Da steht doch was. Ja, ja. Der riesige Schädel. Leuchten seine Augen rot. Öffnet sich ein neuer Weg. Mhm. Weißt du, welcher Schädel? Schädel. Da unten. Da. Der, genau. Ja. Wo du vorhin meintest, da gibt es noch eine Möglichkeit weiterzugehen. Ja. Da ist nämlich der Boss. Die Augen. Betätige den Schalter, damit sich die Plattform hebt. So erreichst du leicht ein höheres Stockwerk. Hast du doch schon gemacht. Also, ja, sieh mal diese Plattform. Das ist eine Abkürzung, falls du runterfällst. Ah. Da muss jetzt schon alles laufen. Ja. Cool. Hutsch. Ja. Hutsch. Und jetzt kannst du mal die Bombe ausprobieren, die du... Guck, die geht wesentlich schneller. Na, Truhe. Hast du die auch? Ha, kannst du nicht mitnehmen. So fünf Pech. Rubine. Aber du hast wenigstens die Truhe geöffnet. Ist ja auch schön. Also du weißt, was du tun sollst laut der Tafel, die du gelesen hast? Also entweder muss ich warten, bis die Augen rot sind, oder muss ich was dafür machen? Ich glaube nicht, dass die von selbst irgendwann rot werden. Da musst du schon irgendwas machen. Okay. Was? Was könnte es verlangt sein? Schießen? Bombe? Probier. Also, ich kann dir einen generellen Hinweis noch geben. Ja. Wenn man in einem Tempel ein Item bekommt, dann muss man das meistens sehr häufig darin auch benutzen. Also, du hast gerade die Bomben bekommen, also wirst du die wahrscheinlich jetzt noch ein paar Mal benutzen müssen. Aber hier ist noch ein Ding. Ich kann ein aber Ding? Nicht... Ich weiß nicht, was das ist. Also, das Plattform oder so? Nö, das ist aber nur Dekoration, glaube ich. Ah, okay. Dann muss ich, aber von hier, wohin muss ich? In Auge rein? In der Auge, genau. In der Auge rein? In die Auge. In die Auge? Mach mal in die Auge. Einfach ablegen, genau. Nee, Vorsicht. Ja, ich glaube, das passt. Was färbt sich rot? Ah, Auge, eine rot. Aha, okay. Ein Auge fehlt noch. Und wird sie es schaffen? Wir sind alle gespannt. Mach bitte <Ui. du> weg. Ja, sieht gut aus. Wundervoll. So, die Augen sind rot. Jetzt öffnet sich der Durchgang. Aha, jetzt muss ich nach unten. Aber ich war noch da rechts nicht. Du kannst auch erstmal woanders hingehen, wie du willst. Aber wie kann ich nach rechts? Wo meinst du rechts? Da. Guck doch mal. Doch, das war auf der anderen Seite. Da warst du schon. Bist du in die Richtung gelaufen? Du warst echt? Du auf der Karte. Stimmt. Ich habe vergessen. Sie meinte auf der Brücke, auf der anderen Seite. Weil sie zeigt mir mit dem Finger, aber das sieht man natürlich nicht. Muss man dann erklären. Oh, das war mutig. Das war mutig. Jetzt kannst du den Typen auch kaputt machen mit deinen Bomben, wenn du möchtest. Nee. Musst du aber nicht, natürlich. Ich will meine Bombe nicht. Du hast ja nur noch 17. Trotzdem. Wie ich einfach gesprungen habe. Bin. So, was kommt hier? Also du siehst, auf der Karte links ist ein Totenkopf. Achtung! Der Totenkopf zeigt dir, dass da der Boss ist. Also durch die Tür links ist der. Aber du musst erstmal hinkommen irgendwie. Also da sind Gitterstäbe davor. Sehr gut. Und die Gitterstäbe müssen erstmal weg. So, da unten ist irgendwas. Also, ja. Schlagintro. Okay, jetzt musst du abschießen. In diesem Raum verliere ich gerne mal mein Deko-Schild. Warum? Weil die mit Feuer auf mich stürmen und ich den manchmal ausgerüstet habe hier. Ah.
Aber wie kann ihn dann so wieder Den kann man wieder bekommen? Kaufen, zum Beispiel. Oh, oh. Oder manchmal gibt es ihn irgendwo auch zu finden. So, was ist dann? Da? Ein Schalter. Kannst du mal drauf gehen. Hey. Herab. Hey. Nochmal. Hier kann ich nach unten. Herab. A drücken musst du, wenn du hängst. Ah. Oder so rein, geht auch. Und dann herab. Das ist auf dem blauen Button. Herab. Genau. Jetzt geht's ja auf. Das geht's ja los. Aber. Ja, das war's ja auch. Ja. Ne? Das war klar. Okay, dann muss ich da rein. Würde ich auch machen. Man hört immer noch Fledermäuse im Hintergrund. Ich sehe keine, aber ich höre sie. Da sind welche. Ja, das ist vielleicht ganz klug. Kommt noch einer, oder? Kommt da noch einer? Nee. Da fliegt schon was. Siehst du Schatten? Mhm. Aber ist das ein Steiner? Oder der von der Zunge? Ja, man sieht sehr viel. Ja, ich glaube, die haben sich versteckt irgendwo hinten. Die haben Angst vor dir. Bis sie denn keine Angst mehr haben und dann fressen sie dich auf. Oh, ah, die Musik wird lauter. Böse, sie kommen. Ah. Oh, wieder. Ich höre nichts. Die Musik hast du nicht? Ich mach mal ein bisschen lauter. Nicht, dass es zu laut ist, sonst geht's durchs Mikrofon. Ah, siehst du? Hörst du die Musik? Mhm. Ah, da fliegt er. Nimm das Herz. Wo ist der? Der Flederbeißer. Okay. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Immer die Ruhe vor dem Sturm. Wenn plötzlich nichts mehr zu hören ist, dann ist er gerade auf dem Sturz, mit dem Sturzflug auf dich. Dann flattert er gerade nicht mehr. Da weiß man genau, er kommt gerade. So, da ist noch irgendwas. Ich gehe erstmal aber nach oben. Hier kann man nach oben und dann kann man nach... Ah! Hm? Ich kann einfach das... Das kannst du runter machen, genau. Nee. So, zack und zack. Dann kann ich da gucken. Ah. Du hast jetzt Bomben, das kannst du aber ausbomben. Ganz easy jetzt alles. Big. Hättest du von Anfang an, wäre der Tempel so leicht gewesen. Sehr gut. Mhm. Oh oh. Oh nein. Aber da ist der Skulltuller. Ja. Aber der ist bestimmt lebendig. Aber ich habe jetzt meine Bomben. Jetzt ist leichter, genau. Jetzt schaffst du das. Aber was? Erstmal hinlegen und dann schlagen. Warum machst du das nicht so? Oh, vielleicht lebt er auch gar nicht. Der ist gerade nicht aufgewacht. Ja, jetzt ist. Ja, gut. Die ist zu schnell. Ich hätte sie direkt vorhin gelegt. Mhm. Die explodiert sonst zu schnell. Du kannst sie auch einfach in der Hand halten und auf ihn zulaufen, wie beim letzten Mal. Da nimmst du zwar ein bisschen Schaden, aber dann stirbt er wenigstens. Aber du musst ihn, glaube ich, gar nicht umbringen. Die Tür ist ja offen. Also die Tür ist offen. Du kannst einfach die Skulltuller töten und dann mitnehmen. Der hat Probleme. Jetzt nutze die Gelegenheit und nimm die Bombe. Es war zu weit weg. Mhm. Nochmal und werfen. Oder einfach vorhin hinlegen. Ja, aber jetzt stirbt er. Hast du Glück gehabt, dass er gerade so verbuggt ist. Und die Spinne ist auch noch tot. Achtung, 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 Achtung. Dreht durch. Ja. Gut gemacht. Und du hast eine goldene Skulltuller zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltuller-Symbol. Du kannst ja mal gucken, wie viel du schon hast. Ich habe aber nicht rechts, viel, denke ich. 13. Okay, ich glaube, 7 fehlen ja noch bis zum nächsten Preis. Ich hätte gespeichert. Habe ich nicht? Nee, du bist weggegangen. Du musst mit A bestätigen, wenn. Jetzt B und jetzt A, genau.
Okay. Man hört es immer an den Tönen. Macht's. Mhm. Hast. Oh, da sind sie wieder lebendig. Ich würde aber weitergehen. Ja. Ja, ich auch. Oh, du kannst ja. Du musst wieder hochgehen. Da musst du wahrscheinlich nochmal gleich die Fledermäuse besiegen. Die werden sich wieder auf dich stürzen. Da sind jetzt Töpfe, da würde ich vorsichtig aufmachen gleich. Nur so ein kleiner Tipp. Warum vorsichtig? Da ist was drin, was du vielleicht gebrauchen könntest. Aber warum vorsichtig? Wirst du sehen, wenn du so aufgemacht hast. Weil da können noch... Da ist eine Fee, die kannst du mitnehmen. Mit einer Flasche. Ah! Wenn du schnell genug bist. Mit einer leeren Flasche. Nicht die mit der Milch. Weil die heilt dich komplett, wenn du stirbst. Das ist sehr praktisch. Ich mache es... Egal wo. Dahin. Und ganz schnell einsetzen. Du darfst nicht drauf zulaufen, du musst weiter weg sein und dann ist es zu spät. Sie ist nein! Schon. Du hättest einfach stehen bleiben können und einfach... Naja, du hast es mir nicht gesagt. Jetzt. Du hast gesagt, fang sie! Jetzt habe ich es dir gesagt. Beim nächsten Mal dann. Du musst selber Erfahrung machen. Aha. Ich habe dir zumindest gesagt, dass du... Aber theoretisch, ich kann wieder da rein. Ich weiß nicht, ob die dann wieder kommt, musst du probieren. Kannst du testen. Wir haben Zeit. Ja, ich will sie haben. Ich verliere oft meine Leben. Bisher hast du nur einmal Milch trinken müssen. Trotzdem. Und du hast ja noch einen Schluck Milch. Da kriegst du nochmal 5 Herzen. Hast du nochmal... Achtung! Ach. Ja, spiel ein Lied. Nein! Spiel der Fledermaus ein Lied. Vom Tod, genau. Irgendwie so ging das. Ich will das wegtun, das nervt mich. Was denn? Diese Dings. Bitte? Das. Ich will wegtun. Die Ocarina? Ja. Da musst du was anderes drauflegen. Aber die Bombe würde ich nicht drauflegen. Nee, die Bombe dann nicht. Dann Deko-Stab zum Beispiel. Oder die Flasche. Diese? Mhm. Das war die falsche Taste. Aber das lernst du schon noch. Die Tastenbelegung. Zick. Jawohl. Sehr gut. So, ich bin mal gespannt. Zum dritten Mal hier hoch. Ob die Fee wieder da ist? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Topf wieder da. Sie ist wieder da. Einsetzen, einfach einsetzen. Siehst du, schon hast du. Glück. Ja. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auf C legen. Und diese, ja, die hilft dir. Schön weggetränkt. So, kannst du weiter. Ich würde, also wenn du jetzt die Taste drückst, dann setzt du die Fee ein, gell? Das weißt du, wo du immer die Ocarina eingesetzt hast. Vielleicht also wieder umlegen. Zum Beispiel Dekostab, aber... Ja. Ja. Gut. Ja, Bomben sind gut. Die brauchst du, weil du hattest nur noch 11. Und dann auch wieder Fledermäuse, ich höre sie. Ja. Also, ich würde jetzt nicht runterspringen, bevor du vielleicht etwas gemacht hast. Ja, das wollte ich auch nicht. Wirklich? Das wollte ich nicht. Das sah aber sehr danach aus. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte es extra nochmal erwähnen. Ich sehe, dass hier kann man bis hierher... Bist du verrückt? Es kann man bis hierher schieben, aber wofür? Du kannst es auch in die andere Richtung vielleicht schieben, nur so eine Idee. Ja, aber wofür? Ah! Ist dir aufgefallen? Achtung! Ja, schlag ihn tot! Jawohl. Also wenn du nach vorne klickst und laufen wie beim Bombe werfen und dann ein Schwert ziehst, dann macht er so einen Schlag über den Kopf und dann triffst du die Leichter, wenn die weiter oben sind. Sonst macht er immer so andere Schläge. Mhm. Vertikal und horizontal. Oh! Mhm.
Der kommt wieder, keine Sorge. Ganz ruhig, du schaffst das. Zieh und zieh. Und dann schiebst du. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Nein! Du schaffst das. So. Das wollte ich. Denn, zur Erklärung an die Zuschauer, die dieses Spiel nicht kennen, da war ja ein Schalter und mit diesem Block kann man diesen Schalter, oh, warte, permanent gedrückt halten. Schön aufgepasst. Ja, ich habe Schatten gesehen. Oh, sehr gut. Jetzt noch ein paar Bomben, das wär's. Und dann bist du wieder voll aufgefüllt. Dir kann eigentlich nichts mehr passieren. Du hast eine Fee und noch Milch. Frische Vollmilch, 3,5%. Mindestens 2 Wochen haltbar. Pasteurisiert und homogenisiert. Okay, nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Das ist beim Boss, ne? Hast du gesehen, der Boss. Ich hab Hunger. Jetzt? Ja. Erst den Boss, dann gibt's was zu essen. So. Wer ist dann da oben? Ich glaube, da ist keiner. Dann warum ist der Boss? Ich nehme erstmal die Weil Truhe. Das. Aha, wenn ich das öffne, dann kommt irgendwas. Ich genau. Weiß es. Oder wenn ich hier durch die Mitte gehe. Ja, nimm doch den Schatz. Nimm doch den Schatz. Nimm doch. Ja, es sind noch eine Bomben. Alles klar. Hä? Das kann nicht so einfach sein. Du kannst ja erst nochmal speichern. Falls du stirbst. Ich glaube zwar nicht, dass es passiert, aber sicherheitshalber. Jawohl. Und jetzt kannst du mal gucken auf der Karte vielleicht, ob die dir weiterhilft. Wo bist du? Du bist, hä, wo bist du? Der Bossraum ist ja wenig zu sehen, oder? Okay, dann hilft die Karte jetzt nicht, weil du im Bossraum schon bist. Okay, dann musst du den Boss jetzt finden. Ich muss durch die Mitte gehen. Scheint auch nicht zu helfen. Aber oder einen Ratschlag habe ich dir vorhin schon gegeben. Warte, warte. Was? Ein Item, das du im Dungeon bekommst, wirst du sehr oft noch verwenden müssen. In demselben Dungeon, in dem du ihn bekommst. Mhm, dann muss ich das hier in der... hier. Mhm, gute Idee. Beim nächsten Mal sage ich nichts mehr, dann schaffst du es. So, was kommt dann von hier? Oder muss ich da rein? Ich glaube, du musst runter. Wer hat gesagt, dass ich das will? Das wollte ich nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das ist der Boss. Schön wegrennen, schön wegrennen. Erstmal gucken, was passiert. Nee, schön wegrennen. Du kannst aber gerade nichts machen. Ja. Mutiger Held bleibt stehen. Boah. Infernosaurus King Dodongo. Der König der Dodongos. Achtung, er speit Feuer übrigens auch. Du kannst auch Navi fragen. Oh oh. Oha! Das hat dir keinen Schaden gemacht. Oha. Pass auf, er kommt hinterher. Wie schnell ist der? Weiß ich nicht, guck. Du kannst auch Navi fragen, was du machen musst, wenn du nicht weißt. Ich hab Angst. Wo ist der? Guck, du kannst ihn anvisieren. Du kannst ihn von hier aus anvisieren. Und Navi fragen. Das ist King Dodongo. Wirf dem Vielfraß etwas Explosives in den Rachen und schlage ihn mit deinem Schwert. Also, wenn er, ja, die Bomben abwerfen. Und wenn er... Also nicht rollt, sondern wenn er langsam ist. Rachen, das ist, wenn er das Maul offen hat. Ah. Mhm. Rachen ist. Da reinschmeißen, dann muss ich ganz nah kommen. Mhm. Und dann mit dem Schwert werfen. Mhm. Ah! Ich glaube, er ist jetzt wieder. Genau. Du hast ja Bomben. Warte, warte, bis er. Jetzt. Sehr gut. Warte, warte. Zurück. Schwert, Schwert, Schwert. Ja! Und weg! Und weg! Ah! Oh oh. Nicht in der Mitte stehen bleiben. Ah, sehr gut ausgewichen. Sehr gut ausgewichen.
Hinterher, hinterher. Hinterher? Ja. Dreh dich um. Warten kurz, bis er das Maul aufmacht. Das war schon fast zu früh genommen, die Bombe. Jawohl, und ausweichen, ausweichen. Ich glaube, viermal muss man ihn treffen. Oh, elegant ausgewichen. Ja. Und zur Not hast du hier noch Donnerblumen, wenn du keine eigenen Bomben mehr hättest. Na ran, na ran. Zu weit weg. Das schaffst du nicht mehr. Doch. Okay, das war knapp. Jawohl, noch einmal, glaube ich. Dann hast du es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Diesmal habe ich. Aber kein schwerer Boss, oder? Einmal kurz Schaden genommen, ein Viertel Herz. Die Größe macht nur Angst. Und der feurige Atem. Und das war's. Gut gemacht. Okay, am gruseligsten war die Spinne. Mhm. Ja, das war, du kennst jetzt zwei Bosse. Aber die trotzdem, am gruseligsten war die Spinne. Mhm. Und ich glaube auch, weil das erste Boss war. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, es hier ist einer der leichtesten, vielleicht sogar der leichteste Boss. Echt? Mhm. Oh, ich dachte, ich bin schon so gut. Du bist auch gar nicht so schlecht, das muss man sagen. Guck mal, der verrottet elendig. Mhm. So wie der I'll be back, weißt du? Wer war das? Iron Man? Nee, das war, nee, das ist was anderes. Ich kenne den Spruch, aber ich weiß gerade nicht mehr, wer das war. Das ist ein Mensch, der Arnold Schwarzenegger, glaube ich. Terminator. Ja, Terminator. Genau, der war das. Was soll ich machen? Hasta la vista, Baby. Ich würde den Herzcontainer nehmen. Ah, ich wusste nicht, dass ich da drauf kann. Und da hast du noch einen. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. In deine Energie wird aufgefüllt. Guck mal, wie viele Herzen du schon hast. Cool, oder? Jetzt kannst du da reingehen ins Licht. Extra lange Folge heute, 27 Minuten schon. Aber dafür haben wir den Tempel jetzt geschafft. Den Dungeon. Yay. Das Labyrinth. Die Dodongo-Höhle. Ich habe schon vergessen, was ich machen sollte. Wo bin ich? Warum bin ich hier? Er frisst die Steine? Oder die fressen alle Steine. Doch, die Goronen fressen alle Steine. Ich bin es, Darunia, der Chef, der getanzt hat. Du hast deine Prüfung bestanden. Das war doch der König. Mhm. Und dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Er hat ihn umgebracht. Nein, er hat ihn auf die Guck mal, er liegt da tot. Quatsch. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Guck, er hat das gar nicht bemerkt. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodongos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten. Und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach: Gebt mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Jetzt lacht er wieder. Mhm. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Naja, er ist gestorben. Nein, er lebt noch. Du redest mit Leiche. Aber Blut ist noch da. Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Also die haben ja abgemacht, wenn er die Dongo-Höhle befreit wieder, dann kriegt er den Stein. Mhm. Und du brauchst jetzt drei heilige Steine, das ist jetzt Nummer zwei. Ah. Der ist schön, finde ich. Schöne Yoga-Übung. Wow. Müsste auch sein. Ja. Bringst du mir einen heiligen Stein? Ja, irgendwann mal. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heilige Steine. Suche nach dem dritten. Bruder,
Du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. Das sollten wir jetzt auch mal schnell noch machen, vielleicht. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Der ist was? Stimmt. Aus Lost. Wir gucken gerade Lost. Meine Hochachtung. Oh. Lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. Das tut weh. Guck, die wollen unbedingt, dass du jetzt hochgehst zur Fee. Du darfst nicht runtergehen. Also, wir machen am besten kurz hier Schluss. Machen wir Start, speichern mal. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir zur Fee gehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.